Endlich das Finale des ersten Kapitels steht nun kurz vor der Tür. Und ich würde mal sagen, wir gucken erstmal ganz kurz in unsere Ordensliste hinein, um den Fortuna Partner zu aktivieren. Denn sein Effekt lautet, wenn Vorsicht geboten ist, wird jeglicher Schaden, den dein Partner erleidet, halbiert. Das heißt, falls mein Partner 5 KP hat. Und ja gut. Das sind unsere Items, die wir aktuell haben. Mit denen können wir tatsächlich was anfangen. Und ja. Ich würde mal sagen, wir gehen hinein. Was wollt ihr hier? Hallo Logard. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Ha! Ihr seid bestimmt Kumpane von den feigen Typen, die vor kurzem hier waren. Wieso seid ihr nur alle hinter meinem Schatz her? Kriegt ihr denn nie genug? Was seid ihr für Narren, mich besiegen zu wollen? Und dann solche Windslänge, ihr seid ja nicht viel mehr als ein kleiner Imbiss. Aber eure Füße riechen, als wären sie im eigenen Saft gedünstet lecker. Ich werde euch erst eure Füße ablecken, dann röste ich euch und dann... Ah, Zeit für einen kleinen Imbiss. Wen soll ich nur zuerst anknabbern? Das hier ist Logard. Der erste Boss. Oder der Boss des ersten Kapitels. Und hat die Nummer 99. Das ist Logard. Maximal KP 20, Angriffskraft 5, Verteidigung 1. Logard beherrscht Dampf- und Beißattacken und sie kann auch Feuer speien. Sie ist hinterlistig und versucht dich zu betrügen, wenn du sie in Enge treibst. Aus japanischer Angst vor einem Tier, das mit F anfängt und mit Sch endet. Es gibt einen Orden, der damit zu tun hat. Hast du ihn schon gefunden? Ja, wirklich, sehr nett. Dass du mich mit einem Stein bewirfst. Und der Powerhauer ist eine sehr, sehr gute Option. Ja, das quakt ja ein Frosch. Wieso habt ihr das gewusst? Sofort aufhören. Ich ekle mich vor Fröschen, seit ich mich mal an einem verschluckt habe. Oh, muss nur an dieses Quaken hören. Schon fühle ich mich ganz schwach. Ihr kann auch Feuerattacken einsetzen. Stellt sich die Frage, soll ich Gombrina gegen Kupio eintauschen? Ja, das mach ich mal. Und du, Mario, du setzt mal den epischen Powerdout ein, weil das macht mehr Damage. Oh, meine Kraft lässt nach. Der setzt jetzt so eine Stampfattacke ein. Und da ist der Kupio ein Segen, weil er nämlich sozusagen einen Punkt Verteidigung mehr hat als Gombrina. Und das macht ihm ja schon zu einem kleinen Vorteil. Was noch? Und Logard ist down. Boah, was soll das? Warte, ich kapituliere. Ich bin auch wieder ganz brav, aber habe Erbarmen. Also gut, du hast gewonnen. Du sollst 1000 Münzen bekommen. Na, wie ist das? Nö. Boah, wieso hast du keine Münzen? Dann sollst du einen Ohren aus einem Schatz haben. Ein wirklich seltenes Stück. Diesen Ohren kannst du nur hier und jetzt bekommen. Na, wie gefällt dir das? Nein. Ah, gut, dann darfst du an meinen Schweißklauen riechen. Du wirst doch bestimmt den exquisiten, witzigen Duft meiner Klauen kennenlernen. Vergiss es. Was für ein misstrauischer kleiner Giftzwerg. Mir ist Vertrauen doch zu wichtig in der Welt. Es hilft wohl nur noch. Oh,
Dieses Schwein! Oh, nee! Jetzt fühle ich mich wieder kräftig. Das gibt doch nicht. Ich überlege gerade, ob ich jetzt eine Sternattacke einsetzen sollte. So. Ich brauche ein paar Blütenpunkte und HP. Aber klar, dass ich den Giftpilz treffe. Weil der Giftpilz macht mich halt... Also lebt mich halt quasi. Und kann für ein paar Sekündchen nicht tun. Aber nee. Aber wir kriegen die gute Logat schon down. Boah, dieses Quanten macht mich so unglaublich schwach. Sollte es auch. Autsch. Ja, okay, es ist jetzt eh vorbei, dieser Kampf. Yay! Oh! Ich! Oh! Schimpfwunsch! Oh. 30 Sternpunkte haben wir für diesen Bosskampf bekommen. Na, der ist jetzt aber schön brav down gegangen. Geschafft, Mario! Und jetzt müssen wir noch das Sternjuwel finden, Mario. Oh, 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 endlich wieder an der Luft. Aber... Hä? Vater? Oh, das ist doch mein kleiner Kubio. Kommt mir so vor, als wärst du ziemlich gewachsen in letzter Zeit. Ziemlich gewachsen? Was meinst du? Überhaupt, wo hast du die ganze Zeit gesteckt? Nun, auf meiner Jagd nach Logat bin ich bisher gekommen. Und hatte sie fast besiegt, aber Logat hat mich überlistet und gefressen. 10 Jahre habe ich in ihrem Manns verbracht. Im Schutz meines Panzers. Aber jetzt bin ich ja endlich wieder frei. Also wirklich, was haben wir uns für Sorgen gemacht? Wir hatten alle gedacht, du wärst schon lange tot. Naja, aber Hauptsache ich lebe und wir sehen uns wieder. Übrigens, Kubio, was machst du eigentlich an einem Ort wie diesem? Also wirklich, mein Vater. Ich bin hier, um Logat zu töten, das Dorf zu befreien, was denn sonst? Und dann ist dann noch Mario, er ist auf der Suche nach dem Sternjuwel. Das Sternjuwel? Ist das vielleicht dieses kleine Steinchen? Hä? Das habe ich in Logats Bauch gefunden. Es sah aus wie ein nettes Souvenir. Und das habt ihr also gesucht? Das passt ja wunderbar hier für dich. Muss dich nicht genieren. Du bist Kubios Freund, also nimm schon. Und da haben wir es. Das allererste Sternjuwel. Mit Sternkraft wird jetzt erhöht. Und wir lernen die Sternattacke Maxi Beben. Diese Attacke werden wir schon des Öfteren verwenden. Das ist eine sehr brauchbare Attacke. Nach dem Sieg über Logat fand Mario in der Burg ein Sternjuwel. Und mit dem Sieg über Logat kehrte der Frieden nach Blütenweiler zurück. Kubio war glücklich, seinen totgeglaubten Vater wiedersehen zu können. Nur Prinzessin Peach bleibt weiter verschwunden. Wo mag sie nur sein? Nun, Marios Abenteuer hat gerade erst begonnen. Das wissen wir auch. Und es wäre durchaus von Vorteil, wenn wir jetzt hier erstmal speichern. Aber es gibt ja auch noch andere Charaktere außer Mario und Co. Wie zum Beispiel diese komische Organisation. Die Prinzessin Peach
entführt hat. Hm, ist da etwa Bowser im Spiel? Oder ist es jemand anderes? Herr General, wir haben die Prinzessin Peach. Also, es wird Zeit, dass du uns sagst, wo diese Karte ist. Prinzessin Peach. Ja, soll ich dir noch sagen, dass ich nicht weiß, wovon du redest? Nie Lust zu leugnen. Wir wissen, dass du die Karte hast. Sag, was du weißt, das ist besser für dich. Ihr Großjoden sind nicht gerade geduldig. Herr General, bitte um Erlaubnis, Bericht erstatten zu dürfen. Was gibt's? Logarts Sternjuwel wurde von einer unbekannten Person entwendet. Ist da noch jemand etwa den Sternjuwel hinterher? Und hat dieser jemand sogar Logart besiegt? Jawohl, wir haben hier einen präzisen Bericht. Die fragliche Person ist ein Bartträger mit roter Mütze und blauen Overall. Mario. Mario? Scheiße. So, Mario. Na gut, über diesen Mario wirst du uns auch noch berichten. Wachen! Bringt die Prinzessin zurück in ihr Zimmer. Ja, zu Befehl. Aber pass auf, fass das Schätzchen nicht zu grob an. Zu Befehl. Also, Grosselos. Wenn dieser Mario die Karte hat, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er auch im Wunderwald auftaucht. Du musst ihm unbedingt zuvorkommen und das Sternjuwel zuerst finden. Verstanden. Zu Befehl, Herr General. Ich frage mich, ob Grosselos allein der Sache gewachsen ist. Hey, du da! Sie haben gerufen, mein General. Bring mir das Schattentrio. Das Schattentrio, aber die sind doch... Egal, ruf sie sofort. Ja, zu Befehl. Du suchst uns? Hier sind wir schon. Prinzessin, die verraten, wo die Karte ist. Sei lieber ruhig, Brunella. Nur weil ihr Peach damals nicht geschnappt habt, konnte sie die Karte diesem mysteriösen Mario geben. Es war vollkommen unmöglich, da waren zu viele Leute. Außerdem kam noch dieser komische Alte. Wie wäre es, wenn wir diesen Mario erledigen und ihr die Karte bringen? Ich wette darum, unsere Pläne ist die Karte unentbehrlich. Meine Untergebenen werden euch die notwendigen Infos über Mario geben. Also gut, Brunella, ihr werdet ihn also fertig machen. Wir werden es bei dir bald Erfreuliches berichten. Also gehen wir, Robert und Barbara, an die Arbeit. Ja. Ja. Die Grusion. Eine interessante Organisation. Wir hatten mal ein paar kleine Spoiler. Oh nein. Schon wieder gefangen. Mario und Potsdorf werden sicher sorgen. Aber wo bin ich nur hier? Könnte ich die beiden doch wissen lassen, dass ich gefangen gehalten werde? Ja, jetzt haben wir. Auch. Okay, jetzt können wir auch am Ende jedes Kapitels Prinzessin Peach spielen. Okay, außer das siebte Kapitel und das finale Kapitel, sagen wir es mal so. Und wir können auch mit Peach da duschen gehen. Und für die ganzen Jungs da ist eine kleine Fappen ziehen. Sie trocknet sich ab. Und zieht sich wieder an. Das hat gut getan.
Jetzt haben wir auch so eine Art Alternativfrisur von unserer guten Peach. Aber die wird jetzt hier sowieso wieder offen haben. Was war das? Die Tür hat sich ja von selbst geöffnet. Hallo? Ist da jemand? Niemand da, oder? Ein Fahrstuhl. Scheint nicht zu funktionieren. Ah, schade. Hä? Oh, oh. Guten Tag, Peach. Wer war das? Woher kam das? Ich bin direkt vor dir. Ich bin der Hauptcomputer TechXX. Nenn mich einfach Tech. General Crucius schuf mich. Ich bin der klügste Computer des Universums. General Crucius? Das war sicher dieser böse Kerl von vorhin. General Crucius ist nicht böse. Er ist großartig. Diesen Eindruck hatte ich nicht. Aber besser hast du mich hierher kommen lassen. Dein Anblick hat eine Störung verursacht. Meine Funktionen sind außer Kontrolle. Ich drohe zu überhitzen. Unverständliche Signale durchströmen mich. Das ist ein neuer Impuls. Noch seltsamer ist, Berechnungen ergaben, dass ich dich ansehen und kennenlernen will. Ursache unbekannt. Als perfekter Computer muss ich irgendwie die Ursache dieser Störung finden. Daher rief ich dich zu mir. Ansehen, mich kennenlernen? Du bist vielleicht... Nein. Nee, das geht nicht. Du bist doch nur ein Computer. Was ist mit mir passiert? Sag mir bitte, was du darüber weißt. Nein, so etwas. Also, ich kann das nicht sagen. Bitte, sag es mir. Ich bin der beste Computer der Welt. Es darf nichts geben, das ich nicht verstehe. Aber so etwas? Du bist vielleicht verliebt? Mich? Lieb? Liebe? Unbekannt. Du kennst keine Liebe? Liebe ist, du bist immer mit einer Person zusammen sein. Es macht dich froh zu sehen, dass sie glücklich ist und Spaß hat. Du möchtest hier beistehen, wenn es dir schlecht geht. Glücklich? Spaß? Definition dieser Worte ist unbekannt. Unmöglich, dass ich als perfekter Computer das nicht begreife. Begreifen kann man das wohl nicht. Prinzessin Peach begriffen. Liebe bitte näher erläutern. Was ist auf einmal mit dir los? Es darf nichts geben, das ich nicht begreifen kann. Er bitte deshalb Hilfe beim Verständnis des Begriffs Liebe. Bitte dafür Erfüllung eines Wunsches, soweit es in meiner Macht liegt. Hilfe bei Fluch kann natürlich nicht gewährt werden. Was redest du denn da? Ihr habt mich einfach gefangen genommen. Und jetzt werde ich hierher zitieren und soll dir erklären, was Liebe ist? Das muss ich mir überlegen. Selbst wenn du mir hilfst. Verzögerung akzeptiert, sofortige Antwort nicht erforderlich. Verständnis der Liebe ist jedoch unabdingbar. Ich muss ein perfekter Computer sein. Ich werde dir einen Wunsch erfüllen, wenn du mir dabei hilfst. Frage verstanden, bitte Wunsch erbrennen. Darf ich mir wirklich etwas wünschen? Dann könnte ich jemanden eine Nachricht übermitteln, so schnell wie möglich. Einverstanden. Kommunikationsfunktion ermöglicht weltweites Senden von Mails. Erlaubnis zur Anwendung der Mail-Funktion erteilt. Bitte mit Tastatur Empfänger und Nachricht eingeben. Hier, oder? Gut, ich schreibe etwas. Fertig. Kannst du es abschicken? Nachricht verschickt. Für heute kannst du in dein Zimmer zurückgehen. Ich rufe dich, wenn ich wieder Fragen habe. Also dann, gute Nacht. Gute Nacht, Peach. So. Sind wir wieder als Mario unterwegs? Oder kommt noch eine kleine Überraschung?
Das kann... Diese Burg kann nur einem gehören. Diese Festung. Platz da, Herr Wächter. Es ist Zeit für meinen Auftritt. Aber ich frag mich, wieso Chemico bei mich wohl gerufen hat. Euer Finsterkeit. Kevin Cooper wird jeden Augenblick hier sein. Bitte um Vergebung, aber würdet ihr sowohl so lange am Ende des Halles warten? Jetzt sehen wir Bowser. Kevin Cooper wird jeden Augenblick hier sein. Ich habe mal gesehen, wie Bowser ein süßes Foto von Prinzessin Peach anhimmelte. Oho. Also wie er das so anschaut, das sah aus wie... Oh. Wow, ja, Verschlagenheit. Was redest du da über mich? Gar nichts, wirklich gar nicht. Oh. Eure Unschlagbarkeit, ich trainiere jeden Tag hart für die große Welteroberung. Bitte denkt an mich, wenn es ernst wird. Sehr schön, vergiss mir dabei nicht an die Arbeit. Bum, bum. Lang lebe König Bowser. Euer Gradlinie, ich habe einfach geradeaus bis zum Ende des Saals. Oh, sie ist schon da. Seid mir gegrüßt, eure Schreckkraftigkeit. Chemie Cooper. Verzeiht, dass ich euch habe lassen. Es war eine lange Reise. Chemico, du alte Echse, sag schnell, warum du wolltest du mich sprechen. Bleib bitte ganz ruhig, eure Rastlosigkeit. Also gut, unser Freund Mario wurde angeblich in Rohlingen gesehen. So hört man. Das interessiert mich, was dieser Mario treibt. Und du wagst mich wegen so einer Lappalie zu stören? Hört mir zu, Bowser. Man sagt, Mario ist auf der Suche nach einem Schatz. Ein Schatz, sagst du? Er sucht wohl nach den Sternen wie sternförmige Edelsteine, so sagt man. Ich versuche gerade etwas über diese Steine herauszufinden. Aber ich vermute, sie sind ziemlich wertvoll. Sternjuwel? Die sollte ich mir krallen, wenn sie mir zur Weltherrschaft helfen können. Halte mich über den Fortschritt der Untersuchung auf dem Laufenden. Sehr wohl, verlasst euch auf mich. Euer Vollschlankheit mögt ihr eigentlich Rührei? Ja. Schon. Ich liebe Röhr, aber warum fragst du? Nun, die Landschaft im Feuertal ist einfach unvergleichlich schön. Und so dachte ich, wir könnten dort alle zusammen ein Picknick machen. Es wäre mir eine Ehre, euch auch dazu begrüßen zu dürfen, eure Maßlosigkeit. Dumpfnuss! Das ist nicht die Situation für ein Picknick. Mit solchen Untergebenen werde ich nie die Weltherrschaft erlangen. Aber beruhigt euch doch, eure Reizhaftigkeit. Was ist denn? Was ist es, wahr? Eure Zornigkeit, es ist etwas Furchtbares passiert. Prinzessin Peach ist in Rohlingen entführt worden. Was? Bist du da ganz sicher? Wer wagt es? Oh, das Rohlingen. Einzelheiten sind mir noch nicht bekannt. Aber meine Untergebenen führen im Augenblick genaue Untersuchungen durch. Sicher ist jedenfalls, dass Prinzessin Peach entführt wurde. Prinzessin Peach über meinen Kopf hinweg zu entführen. Niemals, unter keinen Umständen kann ich so etwas zulassen. Wir müssen sofort los, auf nach Rohlingen. Wir müssen Peach retten. Oh, was ein Clou. Toll. Euer Waghalsigkeit, so wartet doch. Und wer repariert das Loch?
Und schon stehen wir da. Kopio, du willst also mit Mario auf Wanderschaft gehen? Ja, Vater, ich will mit Mario zusammen dieses Abenteuer fortsetzen. Und ich bin ein starker Koopa werden, so wie du, Vater. So gesprochen, du bist eben ganz mein Sohn. Vergiss nur eins nicht. Du bist mein Sohn, Kopio. Und ich bin dein Vater. Kopio, ich werde auf dich warten. Ich werde warten, bis du als gereifter Koopa zu mir zurückkehrst. Und denk daran, du kannst immer herkommen, wenn du etwas brauchst. Nur keine falsche Bescheidenheit. Schließlich ist dieses Dorf deine Heimat. Danke, vielen, vielen Dank. Aber jetzt müssen wir los. Das Abenteuer ruft. Ich bin soweit, Mario. Wohin geht die Reise? Lass uns zunächst einmal nach Rolling zurück. Erinnerst du dich, Mario? Hast du die magische Karte, so musst du die vom dem Eon-Tor entfalten. Dann wird der Sterne. Ja, dann kommt er zu. Ein Juwel zeigt dir den Weg zum nächsten Juwel. So ist es überliefert und so weiter und so fort. Den Rest kennst du ja schon. Ja, also sollen wir zum Eon-Tor gehen. Ja, genau. So, und so, Richtung Eon-Tor gehen wir in den nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lass mal hoch da. Nein, Daumen runter. Ich hole mir jetzt nur noch den Kampfrausch-Partner, damit ich hier erstmal ein paar beenden kann. Ich gehe nur ein Fenster weiter, um zu speichern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr das macht, nein, Daumen runter. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier in Paper Mario, die Legende von Eon-Tor. Bis dann.